tragisch. Niemand ist großzügiger als Abul Nukut. Jede Woche öffnet er seine Tore für das Volk von Damaskus. Tod dem Mutschaftigen! Wie kannst du glauben, mich besiegen zu können? Erbärmlich. Euer Leben ist verwirrt. Komm hierher zurück! Geber Kafir! Du wirst fliehen, komm! Vielleicht weißt du es nicht, aber deine Niederlage ist besiegelt. Du gehörst mir! Du entkommst mir nicht! Ayuha al-Kafir! Sauf tamutu huna! Du entkommst mir nicht! تريد أن تموت؟ هل يكن ذلك؟ بيتي بأس الرديد لما علي أرسل كايبة جبر كافر Zerstörung errettete. Er gab sein Gold, um uns satt und gekleidet zu sehen. Seine Männer schüren unsere Feuer, auf das uns warm wird. Seine Herzlichkeit kennt keine Grenzen. Alles, was wir besitzen, verdanken wir ihm. Der Händlerkönig sorgt für alle und jeden. Er erwartet keinerlei Gegenleistung. Lasset seine Großzügigkeit als Beispiel für uns alle dienen. Wir alle sollten danach streben, so zu sein wie er. Ich werde euch lehren. Ich rede. Ich habe keine Lust für ihn zu sterben. Sein Gold ist mein Leben nicht wert. Eine weise Entscheidung. Also, was wollt ihr? Ich muss mit dem Händlerkönig sprechen. Ha! Viel Glück! Er verlässt seine Gemächer so gut wie nie. Warum? Hat er Angst? Keine Angst. Hass. Er hasst sich selbst, ebenso wie das Volk, dem er vorgibt zu dienen. Sperrt sich in seinem Quartier ein, vor lauter Scham. Er kann sich nicht ewig verstecken. Nein. Diese Feierlichkeiten. Er kommt heraus, um zu sprechen. Um auf das Volk herabzusehen. Für das Gemeinschaftsgefühl, denke ich. Aber nur kurz. Was ist mit ihm, dass er sich derart zurückzieht? Seht selbst. Und nun lasst mich gehen.
Euch gehen lassen, damit ihr ihm sagt, wie mein Plan lautet? Ich sage kein Wort. Nein, ihr werdet schweigen. Ich habe doch nichts Falsches getan! Warum tut ihr das? Ey, erbärmlich! Wie einfach! Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Das sind wahrlich dunkle Tage. Allmächtiger! Der Herr hatte uns. Ihr seid hier nicht der Wenn sie entdeckt wurden, schlagen sie Haken oder klettern sie über Gebäude, um den Sichtkontakt. Sagen? Was wollt ihr? Verflucht ihn! Verflucht den englischen König und sein Heer von Ungläubigen! Sie handeln gegen den Willen Gottes! Und
Dafür müssen wir zahlen. Warum macht er das? Wo immer sie reiten, wir haben wir eine Schneise des Leibes. Sie nennen es einen Kreuzzug. Ein Kreuzzug für was? Ignoranz? Grausamkeit? Wahnsinn? Wir müssen standhalten. Wir müssen die Feinde auf jede erdenkliche Art bekämpfen. Seltsam. Warum tut er das? Jetzt endet dein Leben. Euch hol ich mir! Diese Stadt gehört uns, hat uns immer gehört. Und es ist unsere Pflicht, sie bis zum Tode zu verteidigen. Die Kreuzfahrer müssen besiegt werden. Verflucht ihn! Verflucht den englischen König und sein Heer von Ungläubigen! Sie handeln gegen den Willen Gottes. Und dafür müssen sie zahlen. Seid auf der Hut! Er beobachtet, er lauert, er versucht uns ständig. Seid stark, so stark wie Salah al-Din. Und wappnet euch gegen eure Feinde. Ein jeder bitte, so wie er kann. Bitte helft! Warum tut ihr das? Was habe ich getan? Angeber! Gott, der Ungläubige! Wie kannst du glauben, dich besiegen zu können? Ja, Leute, du Mohalle! Der bleibt damit nicht! Doch, Heide! Aus dem Weg! Und... Gut, dass ihr gerade vorbeikamt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Möge der Allmächtige den Schuldigen verfluchen. Wo bist du? Tötet ihn! Das ist nicht richtig. Ihr seid ein weiser Mann. Deshalb taucht ihr ja auch bei mir. Gut, dass ihr gekommen seid. Es ist mir eine Ehre. Was benötigt ihr? Der Brief, den ich euch gab, muss in Salah al-Dins Lager gebracht werden. Sucht nach dem, den sie Hisham nennen. Er wird euch helfen. Aber erzählt keinem anderen davon. Niemand wird es erfahren. Dann ist unser Gespräch beendet. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nichts.
Meine Familie ist groß. Oh. Sollten Sie einen Tumult verursachen, ist es ratsam, das Gebiet zu verlassen, um keine weitere Aufmerksamkeit zu erregen. Ihr werdet nirgends bessere Preise finden. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur an den Kleinen. Bitte. Hinfahren! Hey! Euch kenne ich doch! Gefallen zurückzahlen, das schwöre ich. Ich würde nur so etwas Furchtbares tun. Wer hat das getan? Was ist das?
An eurer Stelle würde ich verschwinden, bevor ich wirklich wütend werde. Dürfen. Was steht ihr da herum? Geht! Zieht der englische König mit seinem Heer von Ungläubigen und hinterlässt eine Spur des Schreckens. Das kostet sich den Heil! Das bleibt der Wind nicht! Land, das bleibt der Wind nicht! Du gehörst mir! Komm hierher zurück! Alle Hand! Und Jitten! Wir kosten dir nicht! Dann darf er! Ey, Johal Murtad! Nein! Was? Wer hat das getan? Sagt es mir! Ihr seid am richtigen Ort. Es gibt keinen besseren Kaufmann als mich. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. Halt! Ihr dürft... Nein, geht nicht! Nur ein paar Münzen für meine Kinder. Bitte! Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Bitte. Eine kleine Spende. Nein, geht nicht. Er wird sich noch verletzen. Meine Kinder, bitte. Worum geht es diesmal? Er greift mich an. Wachen, helft mir. Doch, jemand wartet. Wie kannst du glauben, mich besiegen zu können? Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Wo
furchtbar. Oh nein, wie furchtbar. Hab keine Zweifel. Wir kämpfen um unsere schiere Existenz. Der König möchte uns vom Antlitz der Erde tilgen. Wir müssen widerstehen. Wir müssen zurückschlagen. Gepriesen sei Salah al-Din. Er hat die Kraft gefunden, im Kampf für unsere glorreiche Kultur aufzustehen. Hab keine Bitte, tut mir nicht. Im Kampf ist war das der letzte? Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts und eile heim. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert, das vergesse ich nicht. Betet, dass Gott gepriesen sei sein Name, mit uns sein werde, auf dass er uns den Sieg schenkt. Ich stehe hier, um eine Warnung zu überbringen. Sollte Richard Jaffa einnehmen, ist er nicht mehr zu stoppen. Er wird dann gegen Jerusalem ziehen. Wir müssen ihn aufhalten, bevor es endgültig zu spät ist. Diese Stadt gehört uns, hat uns immer gehört. Und es ist unsere Pflicht, die bis zum Tod ist. Bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Meine Familie ist groß und wird im Sterben. Bitte, gib. Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Es ist nicht in eurer Umgebung, mein Sohn. Hinfort!